Tausende ukrainische Soldaten sind seit Anfang August in die russische Region Kursk vorgerückt. Russland beschuldigt die Ukraine, während ihrer Offensive das Atomkraftwerk dort angegriffen zu haben. Die Ukraine weist das zurück. Der Chef der internationalen Atomenergieorganisation Grossi überprüfte heute den Zustand des Meilers. Er warnte vor einem nuklearen Zwischenfall. Gefechte so nah am Atomkraftwerk seien eine extrem ernste Angelegenheit. Eines der größten und ältesten Kernkraftwerke Russlands, derselbe Bautyp wie in Tschernobyl. Es steht bei Kursk, nur 40 Kilometer entfernt von der Front. Mit Einmarsch der Ukrainer sind die Kämpfe dicht an das Kraftwerk herangerückt. Die Internationale Atomenergieorganisation warnt, die Gefahr eines nuklearen Zwischenfalls sei groß. Heute inspiziert ihr Chef Grossi persönlich das Kraftwerksgelände. Beruhigt wirkt er danach nicht, im Gegenteil. Der Kern des Reaktors, der das Nuklearmaterial enthält, ist bei diesem Bautyp ohne Schutzkuppel, also nur durch ein normales Dach bedeckt. Er ist extrem ungeschützt. Auf dem Kraftwerksgelände zeigt man Grossi auch diese Löcher. Laut russischen Angaben Spuren eines ukrainischen Drohnenangriffs. Egal von welcher Seite die Drohnen stammten, sagt Grossi, Nuklearanlagen dürften kein Kriegsziel sein. Mit dem Finger auf eine der Kriegsparteien zu zeigen, dafür müsse er als IAEA-Chef ernsthafte Hinweise haben. Was ich sagen kann, das, was wir hier sehen, sagt Grossi, hängt natürlich mit dem jüngsten militärischen Geschehen zusammen. Russland beschuldigt die Ukraine seit längerem, Angriffe auf das Kraftwerk zu planen. In Kiew weist man das entschieden von sich. Die Ukraine greife keine Nuklearanlagen an. Vielmehr traue man Russland eine solche Provokation zu.